No, you don't. Okay, Sam. Voice authenticate. Captain Jim Elias, 199248. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Observation. Ich muss leider ganz kurz anmerken, dass ein kleines Missgeschick passiert ist mit OBS. Dank OBS durfte ich alles nochmal spielen, denn OBS hat ungefähr jetzt die nächsten 10 Minuten nicht aufgenommen gehabt. Und ich habe es glücklicherweise 10 Minuten danach gemerkt. Dennoch, und das muss ich an dem Spiel wirklich bemängeln, es gibt keinen Speicherpunkt, den man auswählen kann. So durfte ich alles nochmal spielen. Ich hatte bis dahin die Speicherpunkte des Kerns ganz gut aufgefüllt. Ich glaube, mir haben noch, lass mich lügen, 10 Punkte gefehlt. Ungefähr. Es war auf jeden Fall relativ gut gefüllt. Ja. Und jetzt durfte ich halt nochmal neu alles machen. Bin da einfach durchgerusht, habe keine Punkte gesammelt. Man wird das auch sehen. Und ich versuche jetzt so die nächsten 10 Minuten nochmal zusammenzufassen, was ich letztes Mal gesagt habe. Und ab da geht das dann weiter. Beim letzten Mal habe ich natürlich erstmal hier analysiert. Und wie man da sehen wird, stimmt das überhaupt nicht überein. Und da steht Vertrau in mich. Josh hat es auch gesagt. Und das machen wir natürlich nicht. Don't test me, Sam. Authenticate. Captain Jim Elias. 199248. So. Dann habe ich mir überlegt, erstmal natürlich analysieren hier. Es stimmt natürlich nicht überein. Ich habe jetzt überlegt, akzeptiere ich oder lehne ich ab? Dann habe ich mal kurz weiter überlegt. Wenn ich jetzt ablehnen mache und dann na, vielleicht nochmal ablehnen, reizen wir ihn dadurch ja natürlich. Das Problem ist, er als Stationskommandant hat eigentlich alle Codes bzw. Erlaubnis, mich abzustellen. Beziehungsweise denke ich mal, dass er uns umgehen könnte. Das heißt, wenn wir jetzt ablehnen drücken und dann nochmal ablehnen, es wird aber nur einmal passieren, also wir können jetzt nur noch einmal antworten. Wenn wir jetzt ablehnen drücken, dann wird er uns einfach umgehen und weitermachen, das und mit dem fortfahren, was er halt vorhat. Deswegen habe ich letztes Mal und ich werde auch dieses Mal akzeptieren drücken. Beim letzten Mal dachte ich, ja, wenn wir ablehnen machen, dann können wir nichts mehr ändern. Wir sind abgeschaltet, das war's. Und wenn wir akzeptieren machen, dann besteht die Möglichkeit, dass wir weiter existieren und, sag ich mal, uns ein bisschen bewegen können. Und dann irgendwann vielleicht die Chance haben, in einem günstigen Augenblick ihn zu eliminieren. Also Sauerstoff abzudrehen oder was auch immer. Deswegen habe ich beim letzten Mal akzeptieren gemacht und ich mache das auch jetzt. Damit ihr seht, was passiert. Ja. That's more like it. At least you still understand who's in charge. Ach, halt die Fresse. Fine. You're no use to me awake then. Ja, und das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hat er uns denn erst eingeschaltet? Activated. A handful of audio and image files, so much for being cutting edge. You know, this is probably for the best, you're a mess. One down. Okay, that's two. Three. Should have done this right away. Done. Time to go. Das ist so eine feige Sau, ganz ehrlich, Alter. Mm-hmm.
mache alles wie beim letzten Mal. Ich denke aber, ich müsste den Audio mal runterdrehen. Mache ich aber in der nächsten Folge. Muss ich mal gucken, ob das so klappt. Na gut, wir gehen jetzt mal weiter. So, ich bin jetzt mal rechts rumgegangen. So. Zack. Ich nehme natürlich jetzt alle Logs und wieder alle Logs und Daten und alles mit. Damit ihr die natürlich auch seht. Obwohl ich sie schon kenne, aber das ist ja, spielt ja keine Rolle. So. Ich denke mal, ich werde nur ein bisschen schneller los oder durchgehen. Da ich ja die nächsten 10 Minuten ja schon kenne. So. Jetzt kriegen wir gleich erstmal Schub. Message for Josh. Hey, I got it working. I've kept it in my bank so Jim doesn't shut us down, but I have the sphere boost moving almost instantly. It's amazing and very dangerous. A bit of pressure build up and then it propels a few feet super fast and comes to a dead stop. I love it. It could be useful to clear debris or allow the sphere to apply force outside the station. Anyway, the firmware changes are on my laptop if you want to compile and try it out. But yeah, don't tell Jim. Ach, der ist mir sympathisch. So, da haben wir den Schaltplan für den Experimentalschub. Und da müssen wir jetzt. Den speichere ich gern, wie man sieht, er ist leer. Und das ist zwar blöd. Aber wirklich alles nochmal neu zu machen, das war mir dann doch zu viel Arbeit. Mal vergessen. Oh, immer. Nee. Okay. Was haben wir da? Was ist denn jetzt eigentlich experimental sparen? Ja, alles klar. Uff. Beim letzten Mal werde ich ein bisschen vorsichtiger rein zur Sache gehen, weil ich weiß natürlich, wo er kommt und wie er kommt, aber dennoch gehe ich vorsichtig vor, weil Bericht über die Funktionalität der Station. Achso, warte mal, das hatten wir ja schon. Nee, das haben wir schon. Also, ja. Hätten wir eigentlich. Das Ding brauchen wir auch nicht. Ich meine. Ja, brauchen wir ja nicht. Also nicht hier. Also wie man sieht, ich habe hier wirklich dann gar nichts aktiviert. Ich meine, was soll das auch, ne? Ist ein bisschen blöd, dass es wirklich keine Speicherpunkte gibt, weil das ist so nervig, dass man wirklich das in einen durchziehen muss. Wenn man nicht aufnimmt, ist das eine Sache, dann bekommt man ja trotzdem alles mit. Aber wenn man Let's Play damit macht und die Sachen aufnimmt und dann einfach mal 10 Minuten fehlen und ich finde wichtige 10 Minuten, damit man die Story auch... Jetzt sieht er... Steuerungskabel. Da. Damit man auch der Story folgen kann. Beziehungsweise wirklich alles mitnimmt. So. Ist das schon ein bisschen blöd gemacht. Weil die Story ist wirklich. Message for Jim, please, Sam. Hey, Jim. I didn't want to say it out loud in front of everyone, but Emma and Josh are pretty tight these days. And I'm thinking I should move Sleep Station to give them some space. I've spoken to Ailsa, and she says she'd be fine with me emigrating over to the China module. Needs your sign-off, though, Captain. Reminds me of our time back on the ISS. End message. Soweit ich weiß, also da ging es wohl schon ab, aber soweit ich weiß, in der realen Welt wurden noch keine Experimente sexueller Natur durchgeführt.
Also sag's mal, ich glaube, das wurde noch nicht durchgeführt. Wer stellt sich dafür bereit? Interessant wäre es allemal. Man kann sagen, aber das ist ja er. Der tote Bastard. So, haben wir nichts. Wir müssen... Ernsthaft? Was soll ich da? Ich mich. Ach, jetzt ist es weg. Sehr schön. Hoppala, ab. Hoch. Da. Autsch, autsch, autsch. Stoßen wir mal hier in den Kopf. Hier kam Johnny. Jim, wo bist du? Also ich habe da aufgehört, wo er mit der Bodencrew gesprochen hat. Und da konnte ich nämlich auf OBS kurz gucken und habe das halt bemerkt. Ja. Den können wir nicht nutzen. Schade. Ich hoffe, wir können ihn noch irgendwie in den Arsch treten, vielleicht mit dem Schub irgendwie einfach im Kopf fahren, dass er... Es wäre dem echt zu wünschen. Nur dann sind wir ganz alleine hier, weil alle sind tot. Emma ist wohl erstickt. Die Musik habe ich jetzt beim letzten Mal nicht so in Erinnerung. Positiv vor. Es sei denn, jemand anderes kommt von diesen anderen Visionen rüber. Okay, jetzt nicht. Quantum Core. Oh, Alter, hab ich mich erschreckt. Dabei wusste ich eigentlich. Ah. Nein, 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 nein! Ah, du Mistkröte, ey! This is Captain Jim Elias of Observation. Do you read me? Ich komme da heute rein. Oh, jetzt rein. Please stand by. Heute. So good to hear you guys again. This beats a 90-minute delay. Please stand by. What? Do you copy? GC, this is Jim Elias. Authorization 199248. Captain, we copy the authorization. Please stand by. Captain, can you please confirm Sam's status? Sam is offline. There is no response or functions running at all. Du Feigling. I don't know. We reset to try and get some of its core systems running again, but nothing came back online. It could be power, but whatever repair it needs is way above my head. Please stand by. Okay, I need to talk to Bill. William Stafford, where is he? This is Bill. Bill, it is good to hear your voice. Jim, we're gonna need a moment here. Bill, what's going on? Come on, talk to me. Yeah, my God, yeah. Listen, Jim, I'm still here, but I need a minute. Sophie here will be your immediate point of contact. Bill, wait. Jim, please stand by. Josh, Sam. I was getting into my sleep station and found the note you hid before your shift started. I love you too. I'll see you when I wake up. Ich bin manchmal echt überrascht, wie man doch ein Lächeln an der Sprache erkennen kann. Und es ist belegt, dass Partner
in einem isolierten Raum, so wie das hier, oder in einer Langzeitisolation, die Bindung oder die Gesellschaft an sich stabilisieren, aber nicht völlig durchdreht. So, weiß gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Ich meine, ich konnte nichts machen, oder? Ich bin mir gerade uneins. Aber ich meine, ich konnte nichts machen. Ja, aber ich muss ja irgendwas machen. Frage ist nur was. Ach, jetzt weiß ich. Wo war denn das Gitter? Hier war irgendwo ein Gitter. Ist hier? Nee, war das dahinter? Irgendwo war ja. Da! Da ist das Gitter. Uff. Und los geht's. Yes, Samson! Shining. Lässt grüßen. Toller Film. So. Komm her, du Sack! Ich will ja nichts sagen, aber genau das ist mir letztes Mal auch passiert. Das hat mich gewundert, er hat nichts gemacht. Ah, ich hoffe, du stirbst, du alter Mann. Ich, guck mir ja mal ein bisschen was an, ne? Das sollte nicht gehen, genau. Das ist ja auch nichts. Da hat wir Borgen, das ist ja... Nehmen wir das Laptop. The last thing I need is you roaming around. Komm her, du. Nice try, though. Dein Kopf hier doch. Nervig die Nummer. Was hier?